Bei meiner Geburt schlüpfte ich in einen Raumanzug, um auf dieser Ebene leben zu können. Und alle sagten, was für ein hübscher Anzug. Man sieht die anderen ständig an, um herauszufinden, ob er wirklich so hübsch ist. Ich nenne das das Jemand-Training. Seit 25 Jahren rackere ich mich ab, um richtig erleuchtet zu sein. Ich habe gefastet, gebetet und Mantras gesprochen. Ich bin gepilgert, habe vor meinem Guru gesessen und nächtelang mit echten Meistern meditiert. Ich habe da richtig viel Zeit investiert. In den 60er Jahren gab mir Timothy Leary Psilocybin. Das hat mein Leben verändert. Ich nahm jede verfügbare Substanz, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Ich machte aber hunderte Versuche, aber ich kam immer wieder runter. Dann ging ich nach Indien und traf meinen Guru Maharaji, jemanden, der nie runterkam. Der Maharaji in meinem Kopf ähnelt einer psychiatrischen Krankenschwester. Jeder von uns muss sich selbst ganz treu bleiben und spüren, wo sein eigener Weg liegt. Denn wenn man nur heilig tut, kriegt man einen Tritt in den Hintern. Heutzutage muss man sich für eine spirituelle Reise nicht mehr in eine Höhle im Himalaya zurückziehen. Man muss sich mit der heutigen Technologie beschäftigen, mit dem Zustand der Welt. Das gehört alles zusammen. Du musst deinen Geist kontrollieren, transzendieren und entrümpeln. Richtig? Vielleicht. Du wirst meine Theorie fortgeschrittener finden, wenn du mal zuhörst. Wenn man herumläuft und jemand ist, dann weiß man, wer man ist. Sieht sich an wie jemand, hat das Gesicht wie jemand. Wir werden Teil der Verschwörung. Ich tue so, als wärst du der, der du zu sein glaubst, wenn du dasselbe für mich tust. Jeder ist damit beschäftigt, jemand zu sein.